Könnte es jemanden geben, der vielleicht noch besser über die Natur der Realität Bescheid weiß als Burkhard Heim? Ja, natürlich gibt es so jemanden und den möchte ich euch heute vorstellen. Hallo und herzlich willkommen zu 6 Dimensionen in Farbe. Wenn ich über Burkhard Heim spreche und man mir Fragen stellt, dann kommt man häufig an den Punkt, wo es dann um Themen geht, wo ich dann ehrlicherweise sagen muss, das deckt Burkhard Heim gar nicht mehr ab. Also vor allem, wenn es um Fragen geht, wie sieht das Jenseits aus, wie sind da die Details, wie Reinkarnation funktioniert und sowas. Burkhard Heim hat natürlich sich über diese ganzen Sachen Gedanken gemacht und einiges davon hat er in seiner Theorie untergebracht, seiner Theorie des Lebens und des Sterbens darauf und das alles in ein rationales Modell gepackt, aber den Anspruch, dass er da alles von erklärt, den kann man ihm nicht zugestehen. Dazu war er auch zu sehr fokussiert auf die irdische Perspektive und wie es sich aus unserer Sicht alles darstellt. Er war ja selbst auch kein spiritueller Mensch in dem Sinne. Auch wenn er sich über diese ganzen Sachen viele Gedanken gemacht hat, aber er hat sich nicht darauf eingelassen zu spekulieren, wie er es selber genannt hätte. Er hat sich auch teilweise sogar abfällig geäußert über Leute, die das alles etwas zu ernst nehmen oder vielleicht auch etwas unreflektiert sich damit befassen. Gut, aber ich möchte heute euch tatsächlich jemanden vorstellen, eine Person, die auch nicht mehr am Leben ist nach unseren Vorstellungen. Nach ihren eigenen Vorstellungen ist er in einem Zustand, ja, ich glaube, er würde es weder als Leben noch als Totsein bezeichnen. Denn das ist jemand, der aus seiner eigenen Sicht, nach seinem eigenen Bekunden, die irdische Existenz hinter sich gelassen hat, in einem Sinne, dass er sagt, ich habe es verstanden, ich brauche nicht mehr wiederzukehren. Ich habe das alles komplett verinnerlicht und gemeistert. Die Rede ist von einer Persönlichkeit namens Seth oder Englisch Seth. Seth hat durch das amerikanische Medium Jane Roberts gesprochen, zwischen 1900, also in den 60ern, 70ern und bis zum Tode von Jane Roberts ich glaube, sie ist 1983 gestorben oder 1984. Und durch Jane Roberts hat Seth mehrere Bücher diktiert. Ich habe mehrere davon. Also ich finde, das ist eine der lohnenderen Lektüren in meinem Leben gewesen und hat mein Denken sehr stark beeinflusst. Deswegen möchte ich euch heute das vorstellen. Man findet bei Burkhard Heim einiges wieder, aber ich persönlich stelle in meiner eigenen Weltbetrachtung das, was von da vermittelt wird, doch noch über das, was Burkhard Heims rationales Modell einem bietet. Ja, das erste Buch, das ist, heißt Gespräche mit Seth. Ich kann es wirklich wärmstens empfehlen für jeden, der sich mal mit gutem gechannelten Material befassen möchte. Seth hat übrigens nichts zu tun mit der ägyptischen Gottheit, die diesen Namen trug. Das beansprucht er auch an keiner Stelle irgendwie. Das ist auch eines der Qualitätsmerkmale. Also es gibt viel gechanneltes Material natürlich da draußen und unzählige Bücher. Es gibt tatsächlich auch die sagen, ja, ich bin der und der gewesen. Ist immer so ein Zeichen, dass man, wo ich sagen würde, muss es nicht ganz ernst nehmen, weil damit ein gewisser Anspruch verbunden ist, finde ich. Ihr wisst wahrscheinlich, was ich meine. Aber Seth könnte ein ganz normaler Mensch sein. Er war auch, jetzt nehme ich ein bisschen vorweg, ein Großteil des Buches schreibt ja über Reinkarnation. Der schreibt natürlich auch über seine eigenen irdischen Erfahrungen. Und er war wirklich er könnte jemand wie du und ich gewesen sein. Also wenn ich mal fertig bin hier auf der Erde und ihr auch, dann werden wir vielleicht genauso jemand und können das Ganze mit dieser humorvollen Gelassenheit alles betrachten, wie er das sieht. Aus Seths Sicht ist alle Realität primär geistiger Natur. Und alles, was wir erleben und alles, was wir erleben, ist unsere eigene Kreation, hundertprozentig ohne Ausnahme. Es ist eine Position eines geistigen Monismus, könnte man sagen. Also die primäre Ursache aller Dinge ist rein geistig. Er betont wieder und wieder und wieder, dass wir selber ein unendliches schöpferisches Potenzial darstellen, das die Fähigkeit hat, diese gesamte Welt hervorzubringen, in allen Details. Und natürlich
entspricht das, was wir uns hier erschaffen, unseren nicht unbedingt das, dem, was wir uns jetzt mit unserem weltlichen Bewusstsein, unserem weltlichen Ego wünschen. Es entspricht aber unseren tiefsten Überzeugungen. Und wenn man danach forscht, dann kann man das eigentlich nur bestätigt finden. Er selbst sagt, die Religion des Buddhismus ist eigentlich am nächsten dran an dieser Weltbeschreibung, weil auch im Buddhismus gibt es die Erkenntnis, dass die Welt ein geistiges Produkt ist und dass das Karma nach buddhistischer Vorstellung die Ursache des Karmas sind, also bestimmte falsche Vorstellungen über die Realität und über den eigenen Geist. Seth betont allerdings, dass auch der Buddhismus es nicht verstanden hat, dass dem Ganzen ein schöpferisches Potenzial zugrunde liegt und dass man die Freude daran betonen muss, an diesem Schöpfungsprozess. Er sagt, der Buddhismus betont unnötigerweise das Leiden und die leidvolle Erfahrung. Und also das ist aus seiner Sicht einfach nicht so. Ich möchte so weit gehen, zu sagen, Natal ist eigentlich an seinen Vorstellungen von Realität am nächsten dran, weil Natal betont dieses kreative Potenzial in jedem, versucht es zutage zu fördern und betont die Wichtigkeit von schönen Empfindungen, von Glück als Antrieb aller Dinge. Also, wie gesagt, er fängt an, das ist das erste Buch, das er diktiert hat. Wenn ihr damit anfangen solltet, dann lest das als erstes. Er stellt sich erstmal vor, wer er ist. Und lustigerweise den Jenny Roberts nennt er immer Rupert, weil er in einem früheren Leben, in dem sie alle zusammen inkarniert waren, da war er eine Person namens Rupert, ich glaube in Dänemark hat er gelebt oder so. Die Sitzungen sind alle protokolliert von Jenny Roberts Ehemann. Und auch immer mit den Anmerkungen versehen. Also sie sind wirklich ein weiteres der Qualitätsmerkmale dieses Materials ist es, dass sie es ist so abgedruckt, wie es rübergekommen ist. Es ist nichts weggelassen oder geschönt. Es steht immer im Kontext dessen, wie es entstanden ist. Ihr könnt übrigens auf YouTube mal suchen, einfach Jane Roberts Schrägstrich seht. Es gibt mehrere Videos, wo diese ihre Sitzungen aufgezeichnet wurden. Ich finde es aber schwierig zu gucken, weil sie war also immer in Volltrance, das heißt völlig weggetreten und hat sozusagen Seth ihre Stimme geliehen. Und das ist sehr unterschiedlich abgehakt in sehr unterschiedlichen Stimmlagen, je nach Tagesform auch. Und das ist also, um daraus schlau zu werden, also abgedruckt als Buch finde ich es einfach wesentlich besser. Also Seth stellt sich vor oder versucht das so weit wie möglich zu beschreiben in unseren Begriffen, was er genau ist und wie wir ihn einordnen müssen. Und dann beschreibt er nach und nach, wie sich unsere Realität nach seinen Vorstellungen darstellt und auch seine Realität, soweit ihm das möglich ist. Er spricht natürlich ganz viel über Leben und Tod, sagt eigentlich, so groß ist der Unterschied gar nicht, wie wir das denken. Aus seiner Sicht zumindest. Aber natürlich kennt er unsere Sicht der Dinge und die Erfahrung des Todes und alles, was damit zusammenhängt, aus erster Hand, weil er hat es alles mitgemacht. Ich erzähle gleich noch ein paar Details. Insgesamt ist es oft sehr humorvoll. Es fehlt jegliches dualistisches Denken, wiederum Qualitätsmerkmal. Ja? Es gibt auch keinerlei Sachen wie, also keinerlei Dualismus im Sinne von, da gibt es die Guten und da sind irgendwie böse Kräfte und sowas. Das ist Schmarrn einfach aus seiner Sicht. Er erklärt auch, Gut und Böse gibt es gar nicht oder es gibt das Böse überhaupt nicht. Das sind einfach nur Vorstellungen von uns, die relativ willkürlich gewählt sind. Und es enthält keinerlei Trivialitäten und Allgemeinplätze, was man so vielleicht aus der esoterischen Literatur kennt. Es enthält oft Anmerkungen über Religion, also reflektierte Anmerkung, weil, also Jane Roberts selber war streng katholisch erzogen und das hat sie auch unbewusst, steckte da ganz viel so Müll in ihr, was sie auch nachher gesundheitlich sehr, sehr mitgenommen hat. Also da hat er versucht, ihr das immer wieder zu erklären, auch ihr persönlich.
Ja, wie gesagt, die Anmerkungen von Janes Ehemann stehen immer dabei. Teilweise erscheint das etwas langatmig, weil vor allem dann in den späteren Büchern, wo Jane Roberts dann schon schwer krank war, hat er das immer alles versucht zu beschreiben, was auch ihr Alltag war, weil viele Sitzungen, vieles, was Seth dann sagt, bezieht sich auf den Alltag der beiden und ist deswegen mit erwähnt. Man kann das manchmal überlesen, aber ich finde es gut, dass es so abgedruckt ist, weil das setzt es wirklich alles in einen kompletten Kontext. Also nochmal, warum mache ich das hier zum Thema? Burkhard Heim kann einfach nicht den Anspruch haben, sämtliche Aspekte von der spirituellen Natur des Daseins zu erklären. Das ist ja auch absurd, weil Spiritualität ist eine Überschreitung der Ratio und Heim war da ganz strikt. Heim ist ein Weg, aus dem Gestrüpp des rein Rationalen auszubrechen in eine Welt, die etwas wundervoller ist, könnte man sagen, und etwas mehr Input zulässt, in der es Transzendenz gibt, in der es auch ein Leben nach dem Tod gibt. Aber wie gesagt, die Natur, die effektive Natur des Daseins und der Grund des Denkens, den kann auch er nicht erklären. Den Anspruch darf man ihm einfach nicht zuschreiben. Er lässt sich sehr viel aus über Reinkarnation, wie gesagt. Und dabei beschreibt er teilweise, wie er gelebt hat. Er beschreibt auch das Konzept des Karmas aus seiner Sicht. Da sagt er nochmal, die buddhistische Sicht ist viel zu starr. Karma ist eine, es gibt, es, ja, es gibt Ursachen und es gibt Wirkung, aber das Ganze ist immer ein schöpferischer Prozess. Ich habe mich da mit einem meiner Patreons, habe ich mich da schriftlich recht intensiv ausgetauscht vor kurzem. Schöne Grüße an alle meine Patreons und alle, die mich unterstützen. Ich hoffe auch, diese Art von Formaten, das ist mal wieder so ein Podcast-Format heute, gefallen euch und finden eure Zustimmung. Gebt mir so Likes, Kommentare und abonniert den Kanal, aktiviert das Glöckchen, wenn ihr das also weiter hören wollt. Solche Arten von etwas weitergehenden Reflexionen, die jetzt auch über Heim hinausgehen. Karma ist immer eine Entscheidung, etwas zu lernen und es ist es ist kreativ einfach. Es ist wie ein Kunstwerk, sagt er. Interessantes Bild, ein sehr schönes Bild, was er sagt. Wenn es nur ein einziges Leben gäbe für uns Menschen, das wäre so, als hätte ein Künstler nur eine einzige Leinwand zur Verfügung oder einen einzigen Marmorblock. Also unser Leben, wir sind gefordert, unser Leben zu einem Gesamtkunstwerk zu machen, das in jeder Hinsicht unser Potenzial verwirklicht. Und dieses Potenzial ist unendlich. Es ist unendlich schöpferisch und man kriegt Zugang dazu. Er hat auch im Laufe der Bücher immer mal wieder so Übungen vorgeschlagen, wie man da rankommt. Ich finde die eigentlich nicht so praktisch jetzt eigentlich. Das sind natürlich auch rein mentale Übungen. Mit Natal ist man da wesentlich besser bedient, weil man an das Gefühlspotenzial kommt. Man ist ja direkt an der Quelle angebunden und kann jeden dieser Aspekte, die auch er beschreibt, kennenlernen. Das war für mich auch das Großartige an Natal. Ich hatte mit der rein vom, also die Bücher hatte ich entdeckt, bevor ich damit allem angefangen hatte. Das war sogar das Erste, was ich jemals, mit dem ich gestartet bin, mehr oder weniger. Als ich mich mit dem ganzen Thema Spiritualität angefangen habe, da habe ich das so mit als Erstes gelesen. Und ich muss sagen, ich habe danach nichts Besseres gelesen. Ist also wirklich eine Empfehlung. Und mit Natal habe ich auch ziemlich am Anfang angefangen, mit meiner Beschäftigung mit Spiritualität. Und ich habe danach auch nichts Besseres mehr gesehen. Also bin eigentlich rundum glücklich mit dem Weg, mit dem das auf mich zugekommen ist. Ja, andere Leben. Also es sind ganz spannende Sachen, die er so berichtet. Da gibt es also Beziehungen, die über mehrere Leben gehen und in verschiedenen Rollen immer. Und natürlich gibt es auch die Rollen, man ist ja nicht immer ein Heiliger, aber es geht letztendlich darum, was zu lernen. Er sagt zum Beispiel auch, er hat in einem Leben als Bettlerin viel mehr über Spiritualität gelernt, als in mehreren Leben, die er als Mönch verbracht hat. Und also das ist nicht immer, was man lernt, ist nicht immer oberflächlich sichtbar, so wie man das im Leben sieht. Das kann ganz verborgene Absichten dahinter stecken. Über den Sterbeprozess sagt er zum Beispiel erstens,
ist jeder Tod, der stattfindet, im Grunde genommen ein Suizid aus seiner Sicht, weil es ist die persönliche Entscheidung, unter wann das stattfindet, unter welchen Umständen. Also wenn der innere Kern sozusagen beschließt, jetzt ist es zu Ende, dann gerät man, dann erschafft man sich die Situation, in der man, dann erschafft man sich die Krankheit oder dann gerät man in den gewalttätigen Konflikt oder was auch immer, was das eigene biologische Ende herbeiführt. Das ist eine krasse Aussage natürlich, die ist auch, man muss eigentlich aufpassen, wenn man sowas sagt, weil das steht natürlich im krassen Widerspruch zu moralischen Vorstellungen, mit denen wir groß geworden sind. Also wie kann jemand sich derartiges Leid denn wünschen, wie das unzähligen Menschen im Laufe der Zeit erfahren ist, die auf grausame Weise zu Tode gekommen sind. Ich habe darauf auch keine Antwort. Es ist nur, ich sag dazu nur, es ist die einzige Art von Weltsicht, die irgendwo Sinn macht, wenn man mit dem Ganzen klarkommen will. Die hundertprozentige Verantwortung für das eigene Leben übernehmen heißt, hundertprozentig alles zu akzeptieren, was einem darin begegnen kann. Auch wenn das einem super schwer fällt. Und das sind ja keine Prozesse, die man mal ebenso auch verarbeitet. Wenn man jetzt gewisse Erfahrungen macht, die einen prägen, traumatische Erfahrungen, dann sind das ganz schwere Aufgaben. Das ist überhaupt nicht so schön zu reden, auch auf diese Weise nicht. Aber das sind, aus seiner Sicht sind das bedauerliche Entwicklungen. Ich finde auch immer wir bleiben mal beim Buddhismus, weil, wie er sagt, am nächsten dran war, da gibt es die fünf Geistesgifte. Da gibt es Hass-Angst, Neid, Stolz, Unwissenheit und was war das fünfte? Hass, Stolz, Neid, Unwissenheit und Anhaftung war es, glaube ich. Könnt ihr nachschlagen, fünf Geistesgifte. Also das sind Sachen, die sind eigentlich nicht nötig, Geschehnisse, die sind nicht nötig, aber sie werden gemacht. Und am Ende lernt man etwas daraus, nämlich dass man es so nicht macht, zum Beispiel. Er beschreibt als Teil seines Berufes sozusagen, den er in seiner Realität hat. Er sagt, er übernimmt oft die Rolle als der Seelenführer, kann man sagen. Das heißt, er holt Verstorbene ab in der Umgebung, in der sie sich nach dem Tod befinden. Teile davon kann man mit Heim ein bisschen erfassen, aber seins geht natürlich einfach viel weiter. Er betont nochmal, die Realität ist geistig, sie entsteht aus eigenen Vorstellungen und die Toten sind sind oft verwirrt, weil sie nicht verstehen, dass das, was ihnen begegnet, die Welt, in der sie sich befinden, dass das ihre eigene Vorstellung ist. Wenn jemand tief im Innersten davon überzeugt ist, dass er bestraft wird, dann halluziniert er sich Höllenvorstellungen. Wenn jemand überzeugt ist, er gehört ins Paradies, dann halluziniert er sich vielleicht so etwas. Und Seth sagt nur dazu, das sind vorübergehende Erscheinungen, die infernalen Vorstellungen und auch das Paradies. Das Paradies nennt er im christlichen Sinne, nennt er einfach nur ein furchtbares, steriles, erstarrtes Dasein, das also auch keinen tieferen Angst, das er also auch nicht befürwortet und was keinen tieferen Sinn hat in dem Sinne. Seine Aufgabe ist dann, ja, auf sehr sensible Weise vorzugehen und den Menschen in ihrer Sprache, in ihrer Symbolik, mit dem Hintergrund des Lebens, das sie geführt haben, zu erklären, was eigentlich mit ihnen passiert. Das ist eine sehr schöne Vorstellung, weil es heißt auch, es wird niemand alleine gelassen, wenn er hinübergeht. Und auch jemand, der sich jetzt keine Jenseitsvorstellung gemacht hat und wirklich Grund hat, verwirrt zu sein, der ist vielleicht gar nicht, der hat nicht unbedingt einen Grund dazu. Er enthält sich jeglicher moralischer Wertung. Und das ist auch etwas, was ich mir versuche zu eigen zu machen, was ich auch jedem empfehlen kann. Zum Beispiel, in irgendeinem der Bücher war mal die Frage, jemand, der alles Transzendente ablehnt zu Lebzeiten, also ein hundertprozentiger Skeptiker, die ich auch oft aufs Korn nehme oder so ein bisschen Spitzen mache in meinen Videos, wenn es um Heim geht. Wie geht es denn eigentlich nach dem Tod? Mit so ein bisschen so Unterton die Frage, ja, die.
Vielleicht hat man ja die Genugtuung, dass es den dann, dass die dann so richtig, ah, ich hab's dir ja gesagt, ne? Du Blödmann, hast ja zu Lebzeit nicht dran geglaubt. Also sowas geschieht einfach, sowas ist einfach arrogant und herablassend vor so einem Hintergrund. Und er sagt auch, das muss nichts, die Einstellung, die jemand zu Lebzeiten hatte, müssen nichts mit dem zu tun haben, wie der Kern der Persönlichkeit tickt. Was wir hier machen, ist ein Schauspiel und jeder spielt eine Rolle. Und die ist auch nicht so, ein Schauspieler verwechselt sein eigenes Dasein auch nicht mit seiner Rolle, so wie wir Schauspiel verstehen. Und das, was wir hier aufführen, ist also ein Drama mit vollem Einsatz, mit allem, was wir haben. Aber wenn der Vorhang fällt, dann kommt der Aha-Moment, dass es wirklich nur ein Drama war, das wir aufgeführt haben. Und vielleicht hat ein Skeptiker einfach auch nur diese Rolle übernommen. Und im Großen und Ganzen hat das einen Sinn. Den versteht man dann vielleicht. Jetzt nicht unbedingt. Ich kann jetzt auch nichts, kann es jetzt auch nicht erklären unbedingt, wie das dann sein soll. Aber also man sollte sich wirklich moralischer Wertung enthalten über Menschen, die andere Ansichten haben als man selbst. Nur weil das Ganze hat einen Plan, der dem zugrunde liegt und eine Gesamtharmonie. Er versucht das auch mal wieder aus verschiedenen Blickwinkeln zu beleuchten, aber das ist natürlich ganz schwierig darzustellen, weil es so unserem Denken so völlig widerspricht. Man kann mit seinen Vorstellungen, mit seinen Beschreibungen des Jenseits, kann man sich dann Burkhard Heims Transzendenz etwas besser vorstellen. Also, das ist eine Welt, dass das dann eine Welt ist, in der Vorstellungen unmittelbar manifest sind, bedeutet, das ist dann eine Höhe, wie ein, nach Heims Vorstellung ein höheres X5-Niveau, auf dem Gedanken sozusagen Substanz haben. Die Materie aber nicht mehr, unsere gewohnte Materie. Und aus seiner Sicht haben Materie und seine Umgebung ziemlich viel gemeinsam und sind eigentlich relativ unterschiedslos. Er sagt auch an einer Stelle, wir haben die komische Angewohnheit, also wenn wir einen Raum durchqueren, dann stellen wir uns auch nicht vor, dass da plötzlich eine Mauer ist, die uns im Weg steht. Genau das tun wir aber ständig, wenn es etwa darum geht, Ziele zu erreichen, die wir uns vornehmen. Also, weiß ich, im Leben glücklicher zu werden, glücklichere Beziehung, besseren Job und so weiter. Wir erfinden alle möglichen Gründe, warum das nicht sein kann. Und für ihn ist das das Gleiche, als würden wir uns eine Mauer in den Weg stellen. Die Gründe, warum uns etwas nicht gelingt, die liegen in uns selbst. Hundertprozentig, ohne jegliche Ausnahme. Das hört sich unheimlich einfach an aus seiner Sicht. Aus unserer Sicht ist das natürlich was ganz anderes. Aber wir sind genau hier, um diese Erfahrung mit dieser Art von Realität zu machen. Und er macht dann so Andeutungen, was es noch für Formen von Realität gibt, die also völlig fremdartig sind. Also, ja, liest es euch gerne durch. Wie gesagt, das ist meine beste Buchempfehlung, die ich euch machen kann, neben Burkhard Heim. Und man gewinnt eine Vorstellung davon, was Realität wirklich sein kann, welchen Umfang das hat. Was wir hier haben und was die Heim-Theorie auch beschreibt, ist ein unglaublich kleiner Ausschnitt. Heims Schöpfungsmythos des Universums ist natürlich auch ein geistiges Produkt, das der Ratio geschuldet ist, im Grunde genommen. Die eigentliche Erschaffung der Welt geschieht in jedem Augenblick aus dem geistigen Potenzial heraus. Und das, was wir als Welt kennen mit der ganzen Metaphysik, man muss es auch als ein Kunstwerk betrachten. Auch Heims Theorie ist ein Kunstwerk darin, das dem ganzen Gebäude Physik vielleicht so fast den Schlussstein aussetzen könnte. Also auch da ist nicht zu werten, dass das vielleicht ausbremst oder also jetzt mal die Mainstream-Physik, Heim bremst jetzt zu diesem Zeitpunkt unserer geistesgeschichtlichen Entwicklung bestimmt nicht aus. Aber Mainstream-Physik oder halt Weltbilder, wo wir sagen, ah, das sind so schlechte Sachen und da stecken die und die bösen Kräfte hinter und sowas. Das sind halt einfach Ansichten, die da sind. Und jeder von uns hat einen Anteil daran auch. Wir können auch nicht sagen, wir lagern bestimmte Ansichten oder auch Ereignisse
eine Instanz aus, mit der wir nichts zu tun haben wollen, weil uns die Ereignisse nicht gefallen. Wir sind Teil dieser Ereignisse, psychisch gesehen, und können deshalb nicht einfach die Schuld an andere schieben. Auch was uns nicht gefällt, auch alle Kriege, alle Krankheiten, alles, was wir kritisieren, wir haben das mit erschaffen. Und wir erschaffen das sogar mit durch unsere Kritik daran. Ist ein sehr fremdartiger Gedanke, der, wie gesagt, kein Raum für irgendeine moralische Verurteilung lässt. Aber ich finde, es macht sehr viel Sinn, weil es entlastet von schlechten Gefühlen, die man ihm einfach entgegenbringt, und von unnötiger Belastung, die man sich selbst aufbürdet damit, an Negativität. Das wären dann nämlich solche Mauern, die man sich selbst in den Raum stellt, einfach durch falsche moralische Vorstellungen. Also, erstes Buch habe ich drüber gesprochen. Sehr gut ist auch noch die Natur der Psyche. Da redet er zum Beispiel viel über männlich und weiblich. Seine Hauptthese ist, es gibt eigentlich kein männlich und weiblich. Das sind willkürliche Spezialisierungen, die den Geschlechtern zugeordnet sind. Aber wenn Männer nicht intuitiv sein könnten oder schlecht mit Gefühlen umgehen könnten, dann könnten sie es auch gar nicht. Dann bestünde gar nicht die Möglichkeit gesehen, biologisch. Also ganz viele spannende Sachen, was einem wirklich viele Sachen auf den Kopf stellt, die man gedacht hat bislang. Individuum und Massenschicksal finde ich, sehr aktuell in Bezug zum Beispiel auf aktuelle. Also es geht viel um Naturkatastrophen oder menschengemachte Katastrophen, auch um Pandemien. Wie gesagt, hochaktuell geht um, ja, auch zum Beispiel um Atomkraft, um Kriege. Und es widerspricht wirklich aller politischen Moral, mit der wir auch aufgezogen sind. Ich betone es nochmal, es lässt keinen Raum für moralische Verurteilung, es lässt keinen Raum für Gut und Böse und liefert letztendlich eine Metaphysik, mit der man sehr zufrieden leben kann. Ich schließe mich da dem Philosophen Jochen Kirchhoff an. Oder möchte ein schönes Zitat von ihm bringen, der erfordert, jede Art von Metaphysik oder jede Art von Naturbetrachtung, die es wert ist, als eine solche genannt zu werden, die es wert ist, verfolgt zu werden, muss eine solche sein, die dem Menschen Würde verleiht. Das heißt, er kritisiert natürlich auch, was wir heute machen. Unsere normale Naturbetrachtung lautet, wir leben in einem toten Universum, das uns letztendlich vernichten will, und spielen darin keine Rolle, und wir sind ein Fremdkörper auf der Erde, und die wird uns irgendwann wieder abstoßen wie eine Krankheit. Und das sind alles Glaubenssätze, die auch nach den brillantesten menschlichen Geistern, die jetzt heute leben, einfach schädlich sind. Und seht, ist genau auf der Linie. Eigentlich ist das, was er sagt, es erfüllt genau die Forderungen, die dann auch jemand wie Jochen Kirchhoff erhebt. Es ist die einzige Philosophie, die Sinn macht, weil das Einzige, was einen wirklich erhebt und was einen heilen kann von allem, was einen belastet, ist, dass man sich selber als schöpferischer Akteur des Ganzen begreift und nicht gebunden fühlt an die Fesseln von falschen Vorstellungen, einfach nur, weil die Vorstellungen politisch vorgegeben sind oder von der Erziehung vorgegeben sind. Also auch da wieder die Ebene, es gibt eine persönliche Ebene, es gibt eine kollektive Ebene. Es ist die eigene Entscheidung, ob man innerlich mitmacht. Letztendlich auch, ob man äußerlich mitmacht, natürlich in letzter Konsequenz. Aber man kann anfangen damit, sich innerlich davon zu distanzieren. Das letzte Buch, das er geschrieben hat, Sids letzte Botschaft, da war Jane Roberts schon sehr krank. Ich finde, es schlägt auch auf die Qualität durch. Ich finde es nicht ganz so gut. Aber auch da, es spricht einfach für das Material, dass das auch nicht geschönt wird und dass einfach alles mit berichtet wird. Er versucht ja darin immer wieder die Ursachen für ihre Krankheit zu erklären. Natürlich, das sind dann teilweise sehr persönliche Sachen, die werden dann auch mal weggelassen.
von Janes Mann. Aber natürlich ist das, ja, aus seiner Sicht ist es leicht getan, ist es leicht gesagt. Getan, ich sage es nochmal zum Abschluss, mit Nathal kommt man tatsächlich an diese Sachen ran, sehr effektiv, weil man an die Gefühlsebene geht. Man kommt an solche falschen Glaubenssätze, auch die, die einen krank machen. Es ist schon einiges passiert während solcher Sitzungen. Also ich kann noch ganz viel darüber erzählen. Bleiben wir mal bei so aktuellen Sachen wie Klimawandel zum Beispiel. Ganz egal, was man jetzt von den politischen Maßnahmen halten mag, die einem da heute propagiert werden. Es ist ein Prozess, der mit dem gesamten Planeten passiert. Er sagt auch, dass der Planet selber seine Gründe hat, das durchzuführen. Die sind auch nicht unbedingt abhängig von uns. Es ist ein symbiotisches Verhältnis. Wenn der Planet Erde beschließen würde, dass nicht so viele Menschen hier leben dürfen, dann würden wir es nicht tun. Also, wir können ein recht entspanntes Verhältnis zu unserer Realität haben. Wir sind gefordert, uns hundertprozentig auf unsere konstruktiven, schöpferischen Impulse zu konzentrieren. Auch eine Sache auf seiner Agenda. Hört auf eure Impulse, setzt eure schöpferischen, kreativen Impulse um und lernt darauf zu hören. Die Intuition im Grunde, worüber ich auch mal rede. Und bringt euch konstruktiv ein in die Welt. Macht was draus. Und dann wird man auch feststellen, dass das, was wir so als negativ erleben, als so schlimm erleben, dass sich etwas daran verbessert. Im Kleinen zunächst mal natürlich, das Kleine kann man unmittelbar beeinflussen, aber letztendlich auch im Großen. Alle Bücher habe ich euch in die Videobeschreibung gepackt und wenn es euch wirklich interessiert, dann fangt einfach mal an, kauft euch eins davon und schmökert ein bisschen. Es beantwortet wirklich mehr Fragen in spiritueller Hinsicht, als Burkhard Heim das kann. Und unabhängig davon, Burkhard Heim geht weiter, weil solange wir hier in sechs Dimensionen sind, solange brauchen wir jemanden, der uns diese Welt erklärt und der unseren nächsten Schritt in der Ausfüllung dieses Kunstwerkes irgendwie erleuchtet. Ich glaube, das tut Burkhard Heim wirklich gut. Ansonsten leben wir in unendlich vielen Dimensionen und in Farbe.